Chris Whittaker von hier bis zum Anfang. Es geht um Outlaw Duchess Day Radley. Und bei dieser 13-Jährigen ist der Name Programm. Sie fackelt nicht lange, wann immer sich ihr jemand in die Quere stellt. Loyalität und Liebe empfindet sie eigentlich nur zu ihrem kleinen Bruder und ihrer drogenabhängigen Mutter. Ah ja, und nicht zu vergessen zu dem Cop des Ortes, einem dicklichen und unglücklichen Mann in mittleren Jahren, der für sie aber alles verkörpert, was anständig und gut ist im Leben. Das Buch beginnt damit, dass der Mann, der für sie, ihre Familie und den gesamten Ort für das ganze Elend, was sie erfährt, verantwortlich ist, aus dem Gefängnis entlassen wird nach 30 Jahren. 30 Jahre, die er eingesessen hat für den Tod, für den verschuldeten Tod ihrer Tante. Und dann nimmt eine Tragödie wirklich antiken Ausmaßes ihren unausweichlichen und verhängnisvollen Gang. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht verraten, weil Sie müssen dieses Buch ja lesen. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn Lobeshymnen auf dem Cover auftauchen, die mit irgendwelchen Werken einen Vergleich ziehen. Aber hier, der Vergleich mit dem Gesang der Flusskrebse, stimmt auf jeden Fall. Outlaw Duchess ist eine ungebändigte, wilde Heldin, die es einem manchmal wahnsinnig schwer macht, sie zu mögen, sie und ihre Taten, aber die wir dann wirklich mit angehaltenem Atem von Anfang bis zu Ende verfolgen. Das ist ein Buch von einer großen Kraft, von einem unglaublichen Sog und für mich eins der Sommertitel, die wirklich gelesen werden müssen. Chris Whittaker.